Moin Moin, herzlich willkommen Leute, seid gegrüßt. LS22 Nordfriesische Marsch mit einem einzelnen Walzer. Ja, wir holen jetzt noch einen zweiten Walzer dazu, damit wir hier zusammen walzen können und wir nicht eine Stunde 22 brauchen, sondern vielleicht, ja, na, ich sag mal 45 Minuten so ungefähr. Denn ist natürlich wichtig für uns, dass das fertig wird. Davon hängt die Übernacht-Wegspulzeit ab. Plus, Kalk ist vielleicht auch noch so eine Geschichte, ne? Aber Kalk mit Precision Farming, müssen wir nochmal schnell gucken. Ja, Kalk ist auch gar nicht mal so nice auf dem Feld. Da wird auch richtig was drauf gehen. Also vielleicht müssen wir gleich über zwei Sachen nachdenken. Also irgendein Kalkzulieferer und eine Walze. Walze kann auch der Kleine machen, ne? Da müssen wir gucken jetzt gleich mal. So, du fährst erstmal wieder einkaufen. Das können wir auch parallel machen, ob nur Walzen oder Balken, das ist ja, ne? Muss dann auch wahrscheinlich parallel gemacht werden. So. Machen wir denn den? Was macht denn der? Wir könnten zum Walzen auch den nehmen. Ich glaube, das würde er ja wohl hinkriegen hier, ne? Ne, das ist der Big M. Ich habe mir noch ein paar neue Regeln für die Matchmap überlegt. Ne? Nicht nur, dass sozusagen immer Regeln gegen mich erstellt werden, sondern ich mache allgemeine Regeln. Aber dazu ansonsten. Genau, Joe Shelley. Nach dem Motto, die erste Regel, ne? Fett hat recht und ne? Zweite, ja, und so weiter. Wenn das und so weiter. Hier ist schon. Ne, ein bisschen was Sinniges, was man nochmal klären muss, bevor irgendwie zu viel ausgenutzt wird in irgendwelche Richtungen, muss man da noch so ein paar Sachen festschreiben. Als da wären der unparteiische Schiedsrichter, gibt nicht den Mädels Tipps, wie sie arbeiten. Der unparteiische Schiedsrichter vor allen Dingen, ne? Ist ja, glaube ich, auch Mitglied im Mädels-Team, ich weiß gerade gar nicht. Theoretisch Ersatzspieler. So, wo sind wir denn? Walzen, Walzen, Striegel, Wender, Schwader. Da sind sie doch. Das muss wohl der sein, ne? Das ist Walze und Mulcherwalze. Wir nehmen den gleichen. Habe ich da im Blau einig, oder? Auch nicht so wild. Der braucht 180 PS. Das ist tatsächlich, glaube ich, knapp mit dem, oder? Wie viel hat denn der? Hier, da ist Mittel. Oder 6 PS mehr als er braucht. Gut. Ja, schon Regeln sind gut. Ja. Ja, man muss viel regeln. Regeln, regeln. Regeln, regeln das Ganze. So wie heute gewalzt wird mit Walzer. So. Aha. Wann liegt das, was so komisch ist? Warte mal, da kann die Walze doch nicht ziehen, oder was ist daran so komisch? Warum ist das so? Kann da vorne noch ein kleines Gewicht dran? So ist es ja wahrscheinlich nicht so die große Hilfe. Ja, habe ich das nicht gekauft? Hier liegt kein Gewicht. Die Dinge. Das auch schon mal gehabt. Der hat doch auch hinten eigentlich Gewichte drauf, ne? Aber hat der nicht. Ich das war ein geiler Schlepper, aber mit der Schaltung ist ja echt Mist. Das ist ja nicht so cool. Wo sind die Gewichte, die ich gerade gekauft habe? Zwei Stück. Ja, also ich gebe Vollgas, ne? Das ist jetzt kein Spaß hier. Vollgas.
Dann würde ich doch eher umrüsten, also wir nehmen den kleinen Fendt, ne? Also das, sonst hat das hier mit dem Strohtransport erstmal ein Ende. Ich meine, jetzt geht's. Wenn er erstmal Schwung hat, geht's. Aber bevor er den Schwung hat, was auf Feldarbeit natürlich blöd, denn wenn er jedes Mal so ewig braucht mit Anfahren. Wir hatten hier noch den übrig, aber den dachte ich als Kalkzubringer gleich zu nutzen. Mensch. Unser Fuhrpark lässt zu wünschen übrig. Nächste Anschaffung. Ein schöner John Deere oder so, ne? Aber noch, oder ein schöner Deutz. Deutz fehlt doch auch irgendwie noch komplett. Deutz. Jawohl, ja gut. Topliner haben wir. Und John Deere haben wir auch den Mähdrescher zumindest und den Häcksler, ne? So. Ja. Was, ja, der ist auch gut. Der ist jetzt auf den letzten Metern hier, oder? Ja. Der ist aber natürlich für die Walze der ein bisschen Oberbauer. Aber es macht ja nichts. Nehmen wir den als Kalkzubringer. Das wird ja vielleicht Sinn machen. Obwohl, der ist jetzt auch gerade auf dem Hof angekommen. Nee, komm. Bist du? Den haben wir aufgehört. Okay, gut, dann erstmal zu Feld 18. Ich glaube, du hast die Gewichte gerade verkauft und nicht verkauft. Ach, ich war in der Garage. Nicht im Shop, meinst du? Danke, danke für die Info, ja. Hab ich nicht gesehen. Dann haben wir zwei kleine Gewichte verkauft. Er hat aber noch eins auf jeden Fall. Dann nehmen wir den zum Walzen für 18. Der hat leicht genug Power, der braucht jetzt auch kein Frontgewicht oder so, das geht so. Ja, unser größtes Feld. Wo wir Mais drauf haben, das soll jetzt halt auch noch einmal ordentlich vorbereitet werden. So, dann schmeißen wir das raus. Hier können wir dann schon mal den Walzen 18 laden. Erster wird es nicht sein, es wird nachher ein naheliegender Punkt sein. Feld 19 ist das. Ach Mensch, echt jetzt? 18 ist das Minifeld, ihr habt recht. Große einmal anzeigen lassen. Irgendwo mittig anfangen. Dann einfach mal ansetzen und los, ne? Das funktioniert schon mal. Zweite Walze im Einsatz. Wird halt die Gewichte in die Büsche gepumpt. Genau. So. Ich glaube, wir sind mit Aussaat erstmal durch. Dann wird gleich noch den Kalkstreuer wieder einfangen.
bisschen weit. Da ist die Ausfahrt nicht. Moin, moin, moin. Wird die Pelletproduktion auch nicht aufgefüllt, ist gut. Ja, da ist er doch. Fast rechtzeitig erwischt. Feld 19. Mal schauen, die werden sich früher oder später wahrscheinlich eben in die Quere kommen, aber hier muss auch noch dringend Kalk drauf, hat man gerade eben gesehen. Und da wird einiges bald drauf geben bei dem Feld. So, 18, Vorwände passt schon. Ja. Also nehmen wir jetzt gleich, ne? F19. Kalken. 18 Meter. Gut, drei Fahrzeuge arbeiten jetzt auf unserem Feld 19. Jetzt brauchen wir nur noch den, vielleicht die Sämaschine, die uns, also den Träger mit der Sämaschine. Ich würde das eigentlich noch mal kurz in die Reparatur vorne schicken. Und dann fahren wir dem Annaburger Trailer hier Überladewagen kaufen. Jetzt brauchen wir ja eigentlich nur mit einer Kammer. Ich weiß nicht, ob es umrüstbar ist oder ob man das schon, also konfigurierbar, shopmäßig später bestimmt. Jetzt schaut es mit dem Kalkstreuer aus mit 40. Ja, ich sagte schon Bredal oder so, ne? Den wir auch im LS19 hatten, so aus war praktisch. Der ist ja auch wirklich größer, aber jetzt nicht einfach nur den gleichen Düngerstreuer, der dann irgendwie einfach eine gecheatete Kapazität hat. Das würde ich nicht so cool finden. Hey Füssing, danke dir für den Prime Sub. Moin Moin. Ja, ich glaube komplett lackieren lassen tue ich das jetzt hier nicht, ne? Das tut ja auch nicht Not. Sämaschine ist komplett heil. Faktor 8, Gewicht 6. Einmal noch, dann passt schon. Ich will einen Überladewagen haben. Nice to have. Wir hatten ja schon einen, den habe ich verkauft und jetzt will ich wieder einen neuen haben. Wir hätten die Aussaat auch ein bisschen geschickter aufteilen können, ne? Mit der Anzahl an Sämaschinen. Bisschen ungeschickt. Obwohl ich mal gut an der Walze. Trotzdem wahrscheinlich erstmal gescheitert. Wir wollen auch erstmal genug ausgeben. Das Geld müssen wir zusammenhalten. Guten Abend, moin moin. So, jetzt achten wir mal darauf, dass wir einkaufen, nicht verkaufen. Ne, ist ja unter Überladewagen sinnigerweise. Der sollte das also sein. Design, kein aufbäunig, Kornrutsche oder dieses Artdings. Und hier kann man sagen, mit Trennwand oder ohne Trennwand. Sehr praktisch. Dann hat er jetzt praktisch zwei Kammern und man kann mit dem Saatgut und auch Dünger mitnehmen. Wenn man das umrüsten kann, jederzeit auch zu Hause sozusagen, macht es auf jeden Fall Sinn. Wir brauchen jetzt erstmal eine einfache Ausführung, weil damit kaufen wir jetzt Kalk ein und fahren auch damit zu Feld 19, damit ich da den Kalk so überladen kann.
Totholz, ja, diese Mission, die es jetzt gibt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so sinnig ist, aber ich meine, gut, macht man wahrscheinlich einmal und dann ist auch gut. Hat man es mal gemacht. Auf der Silverone Forest. Ich glaube, es auch diese Steine wegpicken, ne? So, mal gucken. Einladung Kalk. Ne, Saatgut. Ja, Saatgut. Der kann keinen Kalk aufladen. Ernsthaft, der kann nur Saatgut und Mineraldünger. Geil. Ach, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Wieso ist der denn so? Moin, Gerd. Dann haben wir den wohl doch auch wieder umsonst gekauft, ne? Der kann also die ganz normalen Getreidegeschichten, aber Kalk kann er wohl nicht verkraften. Ist überhaupt ein für Kalk Überladewagen? Den hier vielleicht, ne? Unglücklich. Ja, muss ich mir mal selber ändern zur Not, ne? Dann habe ich halt einen individuellen davon. Heute Abend nicht mehr, aber da schreibe ich mir Kalk wahrscheinlich mal mit rein und gut. Das, ja, das kann ich ihn eigentlich auch hier stehen lassen. Dein ASW-Dreiachs hat doch Überladefunktion. Ja, Freiter denkt auch wieder ein bisschen weiter als andere, ne? Also als ich. Könnte sein. Klingt irgendwie plausibel. Den konnte man auch umrüsten, ne? Nutzen wir den hier erst wahrscheinlich zur nächsten Ernte als Überladewagen Spaß. Ja, wir können natürlich mal gucken, was passiert. Und wie weit man den umrüsten kann. Ein bisschen Geld rausgeworfen sonst. In Realität wird Kalk meistens aufs Feld einfach abgekippt und auf dem Feld dann wieder verladen. Bei Kalk ist auch in echt was relativ großer Bedarf auf den Feldern, wenn gekalkt werden muss. Meistens kippt ein LKW oder was auch immer einen großen Haufen Kalk aufs Feld und dann wird da von da aus ein Frontlader oder einfach Teleskoplader so verladen. Ja, genau. Ich werde den Überladewagen brauchen irgendwann auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es dann auch vielleicht einen schönen Havel-Dreiachser oder so, den man auch hier bei uns in der Ernte häufiger gesehen hat. Hatte der das nicht? Ist es der andere gewesen? Überladewagen, ne? Gucken, ob er jetzt noch Kalk kann, weil normalerweise kann der ja Kalk. Wenn nicht, dann nicht. War es ein Versuch wert. Geht im Mod, habe auch ein Standard-Script, das den Überladewagen Kalk hinzufügt.
Ja, ich sag's mal, für mich wäre es jetzt auch nicht ein komplettes Hexenwerk, einfach den Anaborger zu nehmen und da Kalk einzutragen. Bevor ich mir jetzt noch wieder ein Zusatzskript hole, ich brauche es dann nicht bei allen, ne? Das tut dann einfach nicht Not. Das sind so ein, zwei Fahrzeuge, wo ich das dann vielleicht jetzt gerne dabei gehabt hätte. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber gut, gut zu wissen auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, ob der das kann. Weil normalerweise kann der Kalk transportieren, ist ja ein normaler Anhänger. Aber kann natürlich sein mit der Überladefunktion, dass es nicht mehr kann, ne? Aber auch gut zu wissen, ich habe den nicht auf der Pfanne gehabt, dass der ja so umrüstbar ist. Als Mischtreuer, als normaler Anhänger oder was auch immer, ne? Ey, guck mal, als Über kann er auch nur die beiden. Okay, das ist also Standard. Wenn Überladewagen definiert, dann kann ich normale Getreidesachen eben drin haben oder Saatgut und Dünger. Das andere geht nicht. Na gut. Haben wir wieder was gelernt. Also ich auf jeden Fall. Überladewagen mögen keinen Kalk. Gibt aber, also es gibt auch welche, die können das. Modmäßig muss man halt darauf achten, dass es wahrscheinlich auch in der Mod-Beschreibung drin steht. Von wegen, oh, Überladewagen, der Kalk kann. Da haben wir es auch gelernt. Habe jetzt umsonst das hier umgerüstet auf Überladewagen. Ich bitte mal, das Skript macht Probleme mit dem Überladewagen und Kalk, oder wie? Muss aufgefüllt werden. Das wird dann wohl auch schon der Kalkstreuer sein jetzt. Weil er sich jetzt einmal leer gefahren hat. Und die Folge ist aber auch schon wieder am Ende, liebe Leute. Von daher machen wir wohl dann beim nächsten Mal weiter. Eine Folge kommt heute Samstag noch und dann heute Abend, ne, im Matchback bleibst du. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.